Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman 3 Havoc Hoodlums. Oder Hoodlums Havoc. Ich hab's immer noch nicht auf einem Ticker, wie rum es gesprochen wird. Ist aber auch egal, ist nämlich nicht so wichtig, denn ich musste bis hierhin wieder hinspielen. So. So, ich war kurz mal ruhig, weil ich mich konzentrieren musste, Entschuldigung. Achso, im Übrigen, wenn ich jetzt nochmal wegen Musik irgendwie eine Art Strike kriege, also sprich Copyright-Symbol bei mir ist beim Hochladen und ich das Video dann nochmal umwandeln muss, dann verzeiht mir das. Ich kann natürlich auch nicht alle 10.498 Milliarden Videos, also Musiktitel aus dem Kopf. Also tut mir das leid. Aber im Fall der Fälle, dass das nochmal häufiger vorkommt, stelle ich dann wenn das noch dreimal vorkommt insgesamt. Also jetzt war es einmal, wenn es dann noch dann dementsprechend zweimal passiert, stelle ich die Musik im Spiel komplett ab. Sollte das komplette Let's Play über nichts mehr kommen, also keine zusätzlichen, wir machen jetzt mal hier Copyright-Symbol, weil ist so, dann okay. Dann, naja, aber wie gesagt, wenn das komplette Spiel jetzt ohne solche Probleme weiter klarkommt, ist ja prima. Sollte es aber dennoch so weitergehen, sprich ich krieg Copyright-Dinger, dann, keine Ahnung. Oder ich düdel halt immer ganz halt über die Melodie hinweg oder laber, wie jetzt zum Beispiel. Dann ist das sowieso alles scheißegal, weil dann die Musik sowieso nicht verbraucht werden kann. Und vor allem, wer lädt heutzutage noch Musik von YouTube runter? Kein einziger Mensch, den ich kenne. So. Aber mal ganz ernst, also klar, es gibt bestimmt Menschen, die das tun, aber wozu denn auch? Also ganz ehrlich. Das können die ruhig mal wegmachen, dieses Copyright, weil ob man sich jetzt online anhört oder im Radio oder sonst was, es wird doch trotzdem gekauft. Also, ganz im Ernst. Tut mir leid, bin ich ganz ehrlicher Meinung, bin ich ganz ehrlicher Mensch, es ist so. Und, ja, was soll ich sagen? Es ist ja auch bei YouTube nicht anders, ne? Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ganz viel Musik hochlädt, als Publisher-Seite, dann ist das alles kein Problem. Die kriegen meist auch kein Copyright-Symbol, weil die ja quasi die Anrechte dazu haben, weil die das ja auch verwalten. Bloß bist du ein kleiner YouTuber oder ein etwas größerer YouTuber und du hast mal irgendwie sowas drinne, dann, nein, dann darf das nicht. Dann muss natürlich unbedingt ein Copyright draufgelegt werden, von wegen, hey, du hast jetzt von diesen Interpreten diesen Song drinne. Ändere das bitte oder spreche mit dem, dass du die Erlaubnis kriegst, also das verwenden darfst in deinem Video. Und da sage ich mir ganz klar, nein, warum soll ich das machen? Also wieso sollte ich mit jemandem reden, der wahrscheinlich im Ausland sitzt, ich dessen Sprache vielleicht sogar gar nicht spreche und wahrscheinlich gar nicht, im Zusammenhang mit diesem Teil hier steht. Sprich, der Entwickler ist eigentlich wieder der Leidtragende, weil der dann wieder angeschissen wird von Leuten. Weil der dann auch gefragt wird, hey, sag mal, seid ihr bescheuert, warum kriege ich hier eigentlich einen Copyright-Strike, wenn ich von euch die Erlaubnis habe? Und so weiter und so fort. Also es geht richtig so nach diesem Prinzip sich aus. Ah, das ja. Also ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Es ist halt einfach nur furchtbar, dieses Prinzip. Und ich will es auch gar nicht verschreien. Also ich finde es natürlich gut, dass man jetzt versucht, somit, solche Sachen zu schützen. Aber dann bitte nicht nach einem automatischen Prinzip, so wie von wegen, ah ja, wir haben einmal Shazam über ganz YouTube laufen lassen,
permanent, ja. Ist halt nicht das Wahre. Im Übrigen, die App Shazam kann ich sowieso empfehlen. Also falls ihr mal irgendwie einen Song nicht wisst, dann nutzt Shazam. Und noch etwas, diese Grundstruktur von der App ist in den meisten, ja, Filtern auch drin. Bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter, also überall, wo man quasi ermöglicht, Leuten was hochzuladen. Damit halt kein Copyright-Strike gibt. Okay. Stimmt ja. Kamera drehen war nicht. Warum brauchte ich jetzt so lange aus der Tür zu kommen? Egal. Nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir erstmal zurückgehen. Entschuldigung, da habe ich noch was von der Frutti di Mari Pizza gefunden. Weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel Spinatfisch im Zahn habt? Ja, ich hatte jetzt in dem Fall was vom Tintenfisch. So ein bisschen von der, in Anführungszeichen, Haut, sag ich mal. Okay. Autsch! Hey, okay, da muss ich jetzt wieder mit L und R2 arbeiten. Sprich, mit den Triggern. Nein! Ich war zu dicht rangegangen. Nein! Rayman! Was ist mit der Musik los? Mal ja, mal nein, was denn du? Ja, oh, klar. Alter, ich hab gedrückt! Oh, ich fühle mich so cool. Oh, komm! Oh! Wer will hier was? Ich, und zwar, dass der Typ da seine Rüstung verliert, aber... Oh, komm! Woher soll ich jetzt wissen, dass er exakt hier steht? Vor allem die Kamera spielt auch so super mit. Nämlich gar nicht. Na also! Oh, okay, ich habe manchmal auch ein bisschen Probleme mit den Gegnern. Bin ich ganz ehrlich. Nee, aber wie gesagt, wegen dem Copyright-Kram, ich bin da halt am überlegen, mache ich das jetzt so oder mache ich das jetzt so. Und naja, vielleicht könnt ihr mir noch sagen, ob ich vielleicht das sogar so mache, dass ich einfach die Stellen einfach komplett rausschneide. Weil, ja, mehr als ich hin und zurück geschippert bin an der Stelle, das hat man ja auch gesehen, Ton habe ich ja nur weggemacht, ist nicht passiert. Und da ist dann die Frage, warum wird sowas mit Copyright versehen? Weil da nur eine Melodie ist und zum Beispiel ein Video von Eminem, was von einem 0815 YouTuber mit 3 Abonnenten hochgeladen wird, nicht mit Copyright versehen. Ich komme mir vor wie bei einem Speckbuch. Muss ich das Numpad wieder nutzen, um dran zu zoomen? Da sehen wir schon mal den nächsten Boss. Er begibt sich schon mal in die Boss-Zone. Das fand ich auch so schön an Rayman. Das finde ich bei Spielen einfach zu unterschätzt. Solche Szenarien, wo man sieht, wie gerade der Boss, den man vielleicht erst einige Level später oder einige Abschnitte später erst trifft, einfach schon vorher mal sehen kann. Vor allem auch dieses, dass er auch hier längst wandelt einfach. Im Tal der wandelnden Seelen oder Land oder keine Ahnung. Tut mir leid, nobody's perfect und so, ne? Nein. Klobox, alles in Ordnung? Hey Rayman, sieh mal, ich fliege! Das macht Spaß! Selbst Kuchenvögel können das nicht. Na, super.
Okay, ja, du kannst jetzt später noch die Haare streichen. Oh Gott. Hey, hey, hey. Oha. Die Steuerung ist ja... Oh Gott, die Steuerung ist ja richtig struggelig. Okay. Ich sollte aber darauf erstmal klarkommen, definitiv. Bevor ich zum Boss gehe. Kann ich mit Viereck? Viereck gar nicht, gar nichts. Dreieck auch nichts. Ah, okay. Viereck, also X und Kreis. Für alle PS2-Spieler. Und ansonsten X, A und B. Wollen wir nicht mal. Gott. Okay. Also es ist relativ schwierig. Ich kann halt auch nicht mit dem zweiten Analogstick, da ist nichts mit Lenken. Ah ja, hier kommt der Boss. Also, hier. Wir haben die Hitbox des Eingangs vergrößert, unfair. Ich wollte nur kurz reingucken schon mal. Na gut. Heißt, Übung aufs Exempel. Ah, ich weiß wieder, worum es ging. Genau. Wir mussten die Raketen in sein Maul lenken. Boah, aber auch diesen Teilen ausweichen. Das macht nichts. Hit for hit. Ja, also. Alter, wollte gerade fragen, hat das bald mal? Natürlich nicht 24/7 hier diese Wegsteck-Dinger abziehen. Halt du! Oh Gott. Au! Okay. Ich versuche jetzt. Moment. Versuche jetzt an den Kristall da vorne noch zu kommen. Aber ich ziehe hier gerade echt eher mehr Schaden, als ich irgendwie auf das Ziel. Was war das denn jetzt? Also ich bitte dich. Aber ich krieg auf jeden Fall besser hin als damals, muss ich sagen. Finde ich sehr schön. Also ganz ehrlich, ich habe es mir schwerer vorgestellt. So, den noch loswerden. Autsch. Ah, Timing ist kalt. Okay. Okay. Ja, doch. Damals kam er mir echt schwieriger vor. Finde ich jetzt fast schon, ja, ein bisschen enttäuschend. Aber ich glaube, das ist meist so, ne? Wenn man so damals ein paar Spiele gespielt hat und dann das auf, ja, heutige Zeit hin dreht sich, dann merkt man relativ schnell, dass manche Sachen sich geändert haben für einen vom Schwierigkeitsgrad her. Ne?
Grundsätzlich hätte ich damals auch nicht gesagt, okay, ich mache das irgendwann nochmal in schöner. Heute sage ich mir so, okay, why not, ne? Da kommen sowieso noch viele Spiele, die ich jetzt noch neu mache. Einfach wegen Qualität her, dass sie ja jetzt in 16:9 Format machen kann. Anstatt im 5:4 oder 4:3, je nachdem wie ihr es nehmen möchtet. Und ja, ich glaube den Boss packe ich auch aufs Thumbnail. Nehme ich mir einfach so ein random Bild hier raus, suche mir den Boss online raus. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, war das eigentlich recht cool. Raymond, du bist der Allergrößte und mein bester Freund. Und mein bester Freund! Was für ein Stümper, dieser Kerl! Ich glaube, das nehme ich hier gerade als Bild mal. Kann man eigentlich oben das Punkte hat ausblenden? Genau, oder? Ich switche mal ein paar Mal hin und her, Entschuldigung dafür. Das ist halt nur, damit ich da ein schönes Bild rauszaubern kann, also dann im Nachhinein. Und gut, wir gehen jetzt mal hier rein. Mal sehen, was uns hier drin erwartet. Auf jeden Fall 100 Punkte. Schön. Achso, übrigens, bei den Ärzten machen nach wie vor den Ton aus, ne? Also, dass ihr da direkt Bescheid wisst. Das heißt, wenn ich da ein Copyright kriege für, also zumindest ein Symbol, dann ist mir das ja relativ wurscht, weil dann sage ich, okay, mache ich den Ton weg und würde es zu euch sagen, guckt euch bitte das dann bei YouTube XY an, wo es vorhanden ist, wo keine Probleme stattgefunden haben. Denn schließlich bin ich nicht dieser YouTube XY, der keine Probleme mit sowas kriegt. So, ich will doppelte Punkte. Okay. Na gut. Dann gucken wir mal bei den zweiten Arzt vorbei. Und ich hoffe, dass du dann bald hier ihm los bist. Die besten Freunde. Oh, zitiere nicht auch du noch aus dem Handbuch. Okay, ich würde sagen, ab mit uns. Und ich mache das Mikro wieder aus. Von daher, bis gleich. Nein, da gehe ich nicht hin. Der Doktor macht mir Angst. War wohl spät gestern Abend, was? Nein, Unsinn, mein Kollege hat mir alles erzählt. Oh, du hast wohl einen schwarzen Lums verschluckt. Echt schlimm, Mann. Schwarze Lums vermehren sich wie die Karnickel. Wenn nicht noch schneller. Na okay, ich werde versuchen, ihn rauszuholen. Aber ich garantiere für nichts. Was hältst du davon? Zu machen. Der schwarze Lums hat sich in deinem Hirn verschanzt. Das Problem ist, dass ich ihn nicht finde. Aber ich kenne einen Kerl, der dir helfen könnte. Ein Spezialist für Hohlräume. Er haust in der Wüste der Knarren. Ich lass euch jetzt allein. Muss meine Pflanzen gießen.
Da möchte ich schon wieder fast sagen, dass der Arzt ein bisschen gemein ist. Von wegen Hohlräume. Ja, Jürgen Klobuchs ist zwar nicht der Schlauste, ne? Also, mal ganz ehrlich gesagt. Aber, hallo? Ein bisschen freundlicher kann man sein, Herr Doktor. Man kann auch dem Patienten sagen, dass er halt nichts in der Birne hat. Ne? Ne, gut. Falls ich wegen diesem Getrommel schon Copyright kriege, heißt das, dass es dann der zweite angehakte Copyright. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie YouTube das da in dem Fall jetzt handhabt. Genau, da fall ich runter, wie ich auf der Plattform bin. Okay, wir einigen uns darauf, dass ich jetzt hier nach außen gehe. Warum ist er denn nochmal gehüpft? Ich kann den Helikoptertrick auch! Alter Raymond! Was soll ich denn sowas abziehen mit mir? Oh, ich hasse solche Stellen, die so knapp vor kurz sind. Nee, aber wie gesagt, das ist halt... Das fuchst mich jetzt ein bisschen natürlich. Klar, also wie gesagt, ich weiß natürlich, wie das jetzt funktioniert quasi. Mit dem Copyright, ja, nein, oder... Oder, ne? Aber... Ja, gut, ne? Es ist halt schon ein bisschen ätzend, wenn man dann sich überlegt, okay, man möchte ein tolles Play machen und dann muss man sich darüber wieder aufregen, dass halt wieder allerlei Nonsens da passiert. Und klar, mir ist klar, ich darf nicht Musik von fremden Interpreten oder fremden Sachen mit reinpacken. Das ist mir bewusst, also ganz kurz gesagt. Aber daher das Spiel intern ist, heißt, es ist ja im Spiel selber, ist das ja noch nicht mal geklaute Musik. Es ist ja, ich habe dafür gezahlt. Und da verstehe ich halt wiederum die Logik in den Algorithmus nicht. Und da habe ich Edelsteine verpasst. Verdammt. Oh. Hey, warte mal. Ah, nee. Doch. Sorry noch. Herr Schmidt. Nee, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine jetzt in Endeffekt. Es ist halt schon ein bisschen traurig, dass wenn man heutzutage etwas kauft, man sich quasi das Anrecht kauft, in Anführungszeichen, darauf. Sprich, man hat gezahlt, so, sag ich mal, so, glaube ich, 7 Euro habe ich gezahlt, weil halt gerade runtergesetzt war. Dass man dann trotzdem nochmal quasi draufzahlen müsste, theoretisch. Quasi, man müsste sich nochmal eine Musik-CD kaufen, man müsste sich den Film kaufen, USB, alles quasi, damit gesagt werden kann, okay, du hast alles im Besitz. Von daher, scheiß drauf. Aber bei mir ist das halt nicht so. Nee. Warum meint ihr, mache ich denn wohl YouTube? Klar, Hobby ist schön gut, aber ich will natürlich auch minimal ein bisschen Effort, also auch ein bisschen Reward, meine ich. Entschuldigung. Effort, wieso kam ich drauf, Effort? Ja, jetzt habe ich ganz viele Edelsteine verpasst. YOLO. Ja. Aber hey, zweite Chance auf noch mehr Edelsteine. Ja, ihr versteht jetzt, glaube ich, was ich meine damit. Es ist halt schon ein bisschen schade, wenn man sieht, okay, die Plattform YouTube, die ja auch schon Algorithmus im Grundlegenden besteht, sagt jetzt so, Musiktitel XY ist geschützt von Interpret so und so. Du hast kein Anrecht, weil du nicht die CD gekauft hast. Wie will YouTube das wissen wiederum? Ne, ist halt auch so die zweite Sache, die ich mir immer manchmal denke. Aber hey, da stecke ich natürlich nicht drin. Wahrscheinlich haben die mit jedem Sache einen Vertrag. Also wo dann geprüft wird, hat User so und so mit Account so und so, mit Verbindung so und so, diese Sache. So, jetzt ganz blöd formuliert, also nochmal ein Beispiel. Habe ich das Spiel auf Ubisoft? Habe ich die Musik-CD bei iTunes oder halt die Musik? Und oder habe ich halt den Interpreten die Rechte abgekauft? Jetzt ganz blöd gesagt noch zusätzlich. Ne, solche Sachen kann ich mir vorstellen, ne? Und ja, vielleicht ist das ja tatsächlich so, dass YouTube in gewissermaßen reinschauen kann, wofür wir alle Rechte haben. Also, beziehungsweise, was wir uns gekauft haben, wo wir das gekauft haben und ob wir es uns gekauft haben. Weil, wenn nicht, dann heißt es, hier, gib ab, Geld und so, ne? Wie ich halt auch immer stückweise. Mann! Das triggert mich jetzt hier, der eine Sprung hier. Okay. Geradeaus. Zweimal nach rechts. Hab ihn gekriegt! Hat mir bloß nicht viel gebracht. Ich weiß auch nicht, manchmal ist rechts einfacher als links und manchmal ist links einfacher als rechts. Bei der Stelle hier muss man
verdammt konzentriert sein in den Augenblick, wenn man hier rüberhüpft. Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Okay, zum großen Teil alles gekriegt. 88%, also alles ist relativ dann in dem Fall. Aber immerhin haben wir es gekriegt. So, ich habe jetzt noch mal ganz kurz Zeit rangehängt. Und hoffe, dass wir jetzt im nächsten Bereich... Schnell in den Schatten. Ja, okay. Ich glaube, hier können wir einen Schnitt machen. Von daher würde ich sagen, der Herr Klobuchs schon sagt, dass der Boden heiß ist. Der Boden ist Lava. Oha, ich mache noch Witze drüber im Fall fast selber. Auf dem Boden. Nee, aber ich würde sagen, ja komm, wir beenden den Part hier auf den Knochen, der unserem Fuß oder unsere Füße frisst. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, also schön wie die damals, ich kann ja mal ranzoomen. Das waren damals Vögel. Hey, Helmut, du warst doch im Origami-Kurs, ja? Mach uns mal ein paar Origami-Geier. Okay, wofür? Für Rayman 3. Warum? Wir brauchen noch ein paar Dinger, die wir einfügen können als Modell. Super. Naja, aber ich finde es natürlich fantastisch, dass man wirklich solche Details eingebaut hat. Weil, ganz ehrlich, welches Spiel hat bitte schon so detailverliebte Sachen wie Rayman 3? Allgemein Rayman 3 hat auch schon ziemlich viel Detail. Aber... der Part ist hier an der Stelle zu Ende. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.